Nochmal ganz kurz zur Mikrobiota oder dem Mikrobiom. Man hört ja sehr viel davon, auch in den Laienmedien sozusagen. Was meinen wir damit eigentlich? Mit der Mikrobiota sind all die Mikroorganismen gemeint, die uns kolonisieren, und dazu gehören nicht nur Bakterien, wie Sie hier sehen. Aber die Forschung im Moment zielt sehr stark auf Bakterien ab, sodass die meisten Leute, wenn sie sagen Mikrobiota, wahrscheinlich arbeiten meinen, die sich mit Bakterien beschäftigt haben. Wie wir alle wissen, ist die höchste Bakteriendichte im Dickdarm vorzufinden. Wenn ich jetzt mal bei Ihnen allen hier so eine Mikrobiomanalyse jetzt machen würde, dann würden wir uns auf taxonomischer Ebene, auf den höheren Ebenen eigentlich ziemlich ähnlich sein, wahrscheinlich in dieser Zusammensetzung unserer Bakterien. Aber wenn man dann runtergeht auf die Speziesebene, also die am besten definierte taxonomische Ebene, dann haben wir doch alle ein einzigartiges Muster. Man muss sich das allerdings nicht ganz so vorstellen wie einen Fingerabdruck, denn dieses Muster ist über das Leben hinweg doch noch modulierbar. Und das kommt eben, weil es so viele Faktoren gibt, die auf die Mikrobiota Einfluss nehmen können. Und diese Faktoren, die eben Einfluss nehmen, die nehmen indirekt auch auf die Regulation verschiedener Erkrankungen Einfluss. Denn wie die letzten Jahre zeigen oder die Arbeiten aus den letzten Jahren, kann die Mikrobiota in viele wichtige Abläufe unserer Homöostase eingreifen. Und jetzt im Bezug auf Autoimmunerkrankungen finde ich besonders interessant hier die Protektion des Epithels, dann die Resistenz gegenüber Pathogenen und auf der rechten Seite die Auseinandersetzung der Mikrobiota mit unserem Immunsystem.